Achtung, Kamera läuft. Action. Guten Morgen aus Ungarn, hier aus unserem Haus. Wir haben die erste Nacht hinter uns gebracht und das war fantastisch, ehrlich gesagt. Auch wenn wir nur hier, ich zeig's euch, unser Lager. Eine 1,40er Matratze auf dem Boden. Aber das war so schön. Die Waschmaschine lief genau neben mir. Die läuft jetzt schon wieder. Das war so beruhigend. Wow. Wir haben schon den zweiten Kaffee jetzt gemacht. Trinken den erstmal ganz entspannt und heute fahren wir ins Sägewerk. Heute werden unsere Fensterbänke gesägt. Wir dürfen uns die aussuchen. Ich darf dort filmen wahrscheinlich. Also so wurde mir zugetragen. Ich darf dort filmen. Und genau. Oder? Ich darf dann, was ist das, Sägewerk? Wir fahren zum Sägewerk. Genau, und dann können wir die auch direkt mitnehmen. Die Fensterbänke. Die werden dann nächste Woche verarbeitet. Genau, nächste Woche kriegen wir die hier drauf. Oh, du isst deine Wachsbrechbohnen, ne? Ja, also, man soll ja immer aufpassen, was man träumt, der ersten Nacht im Haus. Ich habe geträumt, dass wir hier leben und alles ist super. Und Bernd hatte Panik. In der Nacht, der hat nicht geträumt, aber... Lässt mir keine Ruhe, weil der Wohnwagen nicht richtig steht. Ich zeig euch das mal ganz grob, wie der Wohnwagen steht. Kriegen die alleine hochgezogen. Na, der steht halt schief. Auch Smurfy. Smurfy hat ihr die Wachsbrechbohnen... Etty, jetzt geh ab jetzt. ...geklaut. Hey, Smurfy! Etty, alter Räuber. Komm auf den Schoß, Olivia. Komm her. Smurfy! Hier kannst du die doch essen, die Wachsbrechbohnen. Mach Platz. Ja, und ich habe schon eine neue Liste angefangen, weil wir brauchen so verschiedenste Sachen, sowas wie Klobürste. Die haben wir mitgenommen vom Laden. Ja. Nein, die haben wir doch schon nicht mitgenommen. Warum erzähle ich das überhaupt, dass wir die nicht mitgenommen haben? Ich hoffe, das ist normal, dass man... Also, für manche nicht. Ja. Egal, wir brauchen eine Klobürste, wir brauchen Türhaken und Badvorleger. Türhaken? Ja, Haken für eine Tür, wo man mal ein Handtuch dranhängen kann oder mal ein Jäckchen. Die haben wir doch in der Badkiste. Ja, weiß ich auch, wo die ist. Ja, aber die sind so ranzig, diese Türhaken. Die habe ich vor 10 mit Jahren... Mit den Delfinen? Ja, die habe ich vor 10 Jahren, als ich nach Deutschland komme, geschenkt bekommen. Ja, die können wir doch erstmal nehmen heute. Wenn du weißt, wo die ist, ja, die ja, Kiste? Die Badkiste, ja, weiß ich, wo die ist. Ja, okay, dann nehmen wir erstmal die, weil ich habe, als wir in Kroatien bei Teddy waren, habe ich ganz schöne Türhaken gesehen. Und für unsere schönen neuen Türen würde ich mir die gerne gönnen für 3,50 Euro oder so. Aber das machen wir nicht heute. Keine Sorge, wir gehen nicht nach Teddy mit euch shoppen. Wir sind nämlich broke. Nein. Nein. Wir müssen halt die um. Das machen, also ins Sägewerk. Dann ist heute Brenntag. In Ungarn wird wirklich, obwohl das eigentlich verboten ist, zweimal in der Woche darf man brennen. Einmal... Nur Pappe und so an einem Tag und an einem anderen Tag, da darf man auch mit Plastik und so verbrennen. Ja, nicht offiziell, aber... Aber es machen einfach alle auf dem Land und niemand sagt was. Wir sammeln es natürlich und dann bringen das in diesen Säcken hier weg, da werde genau, ich auch noch mit den Tag besprechen. Aber weil Calvino gerne kokelt und Feuer macht, machen wir auch ein kleines Feuer, einfach weil Calvino da mega Spaß dran hat, so wie so ein Lagerfeuer. Wenn wir sowas in Deutschland gemacht haben, in unserem Garten, dann wurde halt immer gemeckert. Ja, und deswegen genießen wir das hier und machen das. Warte, Livia, möchtest du mal einen Schluck Wasser erst? Lass mich eben zu Ende erzählen. Ich wollte nämlich noch sagen, dass wir gestern in unserer Badewanne waren. Ich hatte euch das auf Instagram erzählt. Boah, wir haben uns ja eine übergroße Badewanne hier reinmachen lassen. Die habt ihr in der Haustour gesehen und die schien so... normal groß, ehrlich gesagt, wenn man davor stand, das war so... Ja, halt im Laden davor stand, jetzt hier wirklich schon mega groß. Fand ich jetzt nicht so enorm groß. Und dann gestern sind Bernd und ich zum ersten Mal nach 2 Jahren zusammen baden gegangen und der Stöpsel ist in der Mitte, niemand sitzt auf dem Stöpsel, richtig cool. Und nee, das kannst du nicht nehmen, das kannst du nehmen. Und ja, Bernd ist als erstes rein und sagt so, boah, die ist voll riesig, voll riesig. Und ich sag, was, der nimmt mich auf die Schippe, ne? Dann bist du ertrunken. Dann bin ich da ertrunken, bin ich da rein. Die ist so groß, man berührt sich gar nicht, wenn man nicht möchte. Und wir könnten sogar mit Livia noch da drin baden. Und wir haben so einen hohen Wasserdruck, dass die sogar in 0, nichts vollgelaufen war. Unglaublich. Und, was wollte ich noch sagen?
Das Wasser ist richtig schön heiß gewesen, weil viele haben gesagt, wenn du so eine große Badewanne hast, dann wird das kalt, weil das so lange dauert, bis es voll ist. Nein, es ist genauso, wie wir uns das gewünscht haben. Das war das schönste Badeerlebnis, was ich je mit dir hatte. Außer im Schwimmbad. Nee, im Schwimmbad war auch nicht so schön, weil wir waren alleine. Und nackelig. Nackig und nass. Das war richtig schön. Genau, jetzt habe ich genug davon erzählt. Wir machen uns jetzt fertig. Ich zeigen wir euch das. Das ist ein Video. Wir gehen baden. Nein. Mit der Actioncam und unter Wasser. Mit Schnorchel dann. Mit Schnorchel. Und Fisch von Hand. Livia, jetzt haben wir auf jeden Smurfy zu füttern, bitte. Genau. Ja, bis gleich im Sägewerk. Man muss ja aber das Licht ausmachen. Livia, komm, mach mal das Licht aus, weil das hier so flackert. Komm mal her. So, reicht ja das Tageslicht. Eigentlich wollte ich euch nur zeigen, dass der Bernd jetzt da unseren Staubsaugerroboter in Betrieb nimmt. Das war zwar hier gewischt, der Boden, und gesaugt und alles, aber ihr seht, hier von unserem Einzug und auch noch so von dem Verfugen ist hier noch so ein grauer Schleier. Und unser Roboter, wenn wir diese Jedi-Station, der hat Wassertanks und der macht dann halt immer, wechselt er das Wasser und die Mops hier, die drehen sich so und der macht richtig schön sauber. Den hatten wir im Laden in der letzten Zeit immer. Der ist so ein bisschen für den gröberen Dreck größer. Nur einmal weg, der scannt jetzt den Raum und das ist gut, wenn man nicht davor steht. Komm, wir müssen weg, Livia. Soll ich das halten? Die Powerbank? Komm mal mit. Genau, der wird jetzt erstmal eingerichtet, die App, und scannt sich. Und der Smurfy hat sich auch schon seinen Platz ausgesucht, unterm Tisch. Da hatte ich nämlich gestern einfach alles hingelegt, seine Kissen und so. Einfach aus Platzmangel beim Aufräumen hier und Wäsche sortieren. Und er hat sich sofort da fuchsmäßig eingemummelt. Ja, Livia, jetzt geht's los hier, ne? Komm her, kommst du auf den Schoß? Der ist gar nicht laut, ne? Komm her, warte. Komm her. Wir gucken zu, wie der das macht, ne? Wow. Das ist so cool. Da kommt er um die Ecke jetzt. Pass auf. Ah, der hat ja irgendwas. Ein Stück Pappe oder so. Achso, ne, der ist noch ganz trocken hinten, ne? Die Mops, die haben wir nicht nass gemacht. Da sind keine Mops dran. Ach so. Zum Scannen, das geht schneller und einfacher. Ohne. Sollten wir die abmachen. Okay. Also die geht noch nicht, da ist noch kein Wasser angeschlossen. Okay. Weil die dann noch gefließt haben letzte Woche. Ah, okay. Im Badezimmer, die Heizung geht nicht. Und wir haben uns gewundert, ob es kaputt ist oder so. Aber alles gut. Ist ja noch frisch alles installiert. Wir sind jetzt hier in dem Sägewerk und hier werden unsere Fensterbänke gesägt aus Rundholz. Ja, ich zeige euch mal, hier sind schon welche gesägt. Schaut mal, wie wunderschön die sind. Die werden an einer Seite begradigt, die an die Wand kommt, und die andere hat halt dann so, ja, einfach wie an unserem Bett. Wer unser Familienbett kennt, der weiß, dass, wie das aussieht. Oder vielleicht kennt ihr das auch so. Und die haben jetzt gerade hier diesen Baumstamm eingespannt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, hier geht ein Handy oder so. Ja, ja. Okay, ja, wie schwer so ein Baumstamm ist. Mit drei Mann haben die den hier reingehievt und festgespannt. Richtig interessant, das mal zu sehen. Und ja, jetzt geht's gleich los mit der Sägearbeit. Die können einstellen, wie dick das sein soll und so. Das zeige ich euch gleich mal. Ich habe immer Angst bei so lauten Geräten. Ich habe da Angst, dass die Kette springt mir ins Auge oder dir ins Auge oder irgendwem in den Hals. Genau. Ja, die haben jetzt oben den Pömpel abgeschnitten und jetzt wird gemessen und dann wird gleich die Säge eingestellt. Wie nennt sich die Säge?
Wir sind wieder zu Hause und wir haben noch einen Abstecher gemacht. Wir sind noch bei Freunden vorbeigefahren, haben denen die Mitbringsel gebracht. Wir hatten doch aus Kroatien so Schnaps mitgebracht. Und Livia durfte Hühner gucken. Die hat sich ja in Kroatien so in Hühner verliebt. Bock, bock, bock. Und heute durfte sie in einen Stall. Und du konntest einen Huhn streicheln. Und wir haben Eier geschenkt bekommen. Das war wirklich schön, ne? Genau. Ja, der Staubsaugerroboter läuft jetzt nochmal, weil hier ist halt wirklich voll der Schmock auf dem Boden. Das wird ein paar Mal dauern und wir saugen und wischen natürlich auch manuell. Aber jetzt haben wir halt viel zu tun. Wir wollen heute, die Calvino macht jetzt draußen mit dem Bernd eben das Feuer an, dass die Pappe verbrennen. Und dann werden wir gleich Calvinos Zimmer leerräumen. Ich werde es wischen, manuell, auf den Knien, so wie früher, weil überall so Farbdinger und so sind. Und dann wollen wir das schon mal, die Couch da rein, grob einrichten. Es ist noch nicht wirklich gestrichen, es ist grundiert, aber uns reicht das jetzt erstmal. Das können wir streichen, wenn wir hier mal eine längere Zeit sind, nicht nur zwei Wochen oder so. Wir wollen dem Calvino halt sein Zimmer fertig machen. Der freut sich unendlich auf seine Playstation und sein Formel-1-Spiel. Der hat ja so einen Sitz mit Lenkrad und so, wo er spielt. Das hat er jetzt seit Dezember nicht mehr benutzt, diesen Sitz. Und genau, deswegen wollen wir das als erstes fertig machen. Damit fangen wir gleich an. Ich kann jetzt gleich noch eine Wäsche anmachen. Der Bernd hat mir schon eine Wäscheleine draußen gespannt. Das ist nur diese Camping-Wäscheleine. Dauert das immer nicht so lange. Die Waschmaschine wäscht halt 4-5 Stunden, wenn ich das mit Trockner mache. Und dann werde ich ja nie her über meine Wäscheberge hier. Und genau, so sieht es jetzt hier aus. Das wird ja Calvinos Zimmer. Mama. Ja, Mama, da haben wir gleich was zu tun. Nimm meine Maus. Maus, Maus. Ich bin mir blind, aber ich denke, ich bin doof. Hallo, hallo. Wir sind voll dabei jetzt. Voll dabei. Ich bin Babsi, die Baumeisterin. Bernd hat alles leer geräumt. Und ich habe hier geschrubbt und gewischt. Also es war nicht viel Farbe mehr da, aber ein bisschen Farbe war halt noch auf den Fliesen. Das trocknet jetzt halt. Calvino kriegt erstmal diesen Fernsehtisch. Den Fernseher stellen wir da gleich erstmal drauf, weil wir die Halterung noch nicht machen. Dann kommt da wahrscheinlich das Sofa hin und hier das Bett. Wir gucken mal, wie wir es machen. Jetzt ist hier natürlich wieder Chaos. Den Schrank haben wir jetzt dahingestellt, weil wir dachten, das passt besser hier mit dem Tisch. So, und hier müssen wir jetzt gleich puzzeln. Haben wir gesagt, dieser Schrank, der war in meinem alten Büro, der kommt bei Calvino ins Zimmer. Erstmal als Kleiderschrank. Wir haben eh alle nicht mehr so viele Sachen. Wir haben sehr viel minimalisiert. Und Calvinos Sofa. Was? Wir haben jede Menge. Ja, wir haben sehr viele Sachen, aber für Calvino reicht das. Calvino hat nicht viele Sachen. Ich dachte jetzt nicht an die Sachen, generell Sachen. Wir haben viel weggetan. Aber ich habe ja gesagt, als Kleiderschrank, wir haben nicht viele Sachen, muss mir auch zuhören. Du musst auch Deutsch sprechen mit mir. Ja, ich rede immer so gerne Ungarisch. Das kann ich so gut. Ja. Genau, aber jetzt gibt es erstmal hier auf unserem schönen, ordentlichen Tisch, habe ich uns Kaffee gemacht. Livia schläft in ihrem Kinderbett mit Smurfy. Ja, die schläft lange, weil ich glaube, die Waschmaschine läuft und sie mag das so sehr wie die Mama. Wir haben auch Musik laufen, damit man uns nicht so beim Rödeln hier, damit sie uns nicht so hört. Genau. Und ich wollte noch was sagen. Und zwar, ich weiß noch, 2018, als wir dieses Haus gekauft haben, oh, hier halt es so, da haben ganz viele Menschen uns versucht, so richtig runterzuziehen. Das schafft ihr nicht. Da kann man nicht einziehen. So ein Haus kann man nicht kaufen. Und so. Und man kann alles. Man kann alles. Guck mal, jetzt habe ich hier in unserem Haus, in meinem Haus, den Boden abgekratzt, die Farbe. Und wir haben hier drin geschlafen. Und wisst ihr was? Es fühlt sich so schön an. Obwohl ich nie ein Haus haben wollte. Also ihr müsst für eure Träume kämpfen, lasst euch nicht reinreden, zieht euer Ding durch. Bernd zieht mit. Bernd zieht mit? Du ziehst mit? Ja, man muss sich Träume wirklich erkämpfen manchmal. Sie ist wach. Sie ist wach? Nein. Sie bewegt sich nicht mehr. Sch, 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 sch.
man schuckelt immer. Ich glaube, sie schläft weit. Ich bin jetzt leise. Bis gleich. Und tragen wir hier rüber. Es wird. Ich freue mich. Wir haben das Sofa jetzt ausgepackt, die Folie. Das kommt da ja gleich hin, hoffentlich, wenn es passt. Calvino hat schon Blumen. Die sind tatsächlich, ja, die sahen sehr, sehr schrecklich aus. Alles war so, oh mein Gott, wir hatten die nur zwischendurch gegossen. Aber die erholen sich bestimmt. Die, die mir schon lange folgen, die kennen die Geschichte von diesen Grünlilien. Die begleiten mich schon sehr lange. Das ist eine ganz besondere Geschichte. Vielleicht erzähle ich die irgendwann nochmal. Oder jemand schreibt sie in die Kommentare, wenn es jemand weiß. Und genau, Fernseher hat Calvino schon. Yay, super. Ach so, das ist jetzt passiert hier. Der Fuß ist abgebrochen hier. Bernd holt jetzt gerade Werkzeug, dass wir es wieder fertig machen können. So. Aufregung pur, sag ich euch. So Adrenalin, unmöglich, unglaublich. Hast du Hunger? Hat Calvino auch Hunger? Soll ich uns ein paar Baked Beans machen oder so? Hat Calvino auch Hunger? Er hat sich gerade ein Brötchen geholt. Okay. Soll ich die Jojo machen? Ich möchte nicht. Ich würde mir jetzt einfach kalt Baked Beans reinziehen, weil... Dann mache ich mir auch noch ein kaltes Brötchen. Ja, okay. Ich habe nämlich auch voll Hunger. Ja, okay. Essen jetzt. Ach, du hast Durst. Hier, warte. Ich schütte dir was ein. Durst. Hier. Warte, ich spüle das einmal aus. So. Hier. Ich habe die ganze Zeit getrunken. Ja, ja. Ich trinke gerne aus so Gefäßen. So, jetzt. Ich trinke gerne Mandelwasser. Ja, ich weiß. Die Retter in der Not. Nein. Noch mehr Wasser? Oder möchtest du auch Baked Beans? Aus der Dose, kalt, mit dem Löffel. Nein. Baustellen essen. Oh, warte. Er sagt Hallo. So. Wir haben so viel heute vorgehabt und haben ein Zehntel davon geschafft. Calvinos Zimmer sieht wirklich nach einem Zimmer aus. Es ist richtig wohnlich geworden. Richtig schön. Es muss halt noch einmal richtig durchgeputzt werden und die Kisten ausgepackt werden. Aber ja, es sieht schön aus. Ich habe die Wäsche nicht geschafft. Wir wollten eigentlich auf dem Sofa schon schlafen, in unserem Schlafzimmer da. Nicht geschafft. Alles nicht geschafft. So. Ihr merkt, dass ich voll unzufrieden bin. Weil wir nicht das geschafft haben, oder ich nicht das geschafft habe, was ich mir heute vorgenommen habe. Das ärgert mich. Und ich bin so, Mensch, ich würde jetzt gerne so bis alles fertig ist weitermachen. Ich merke aber, dass ich echt müde bin. Wir haben 0 Uhr. Ach, 0 Uhr. Wir haben 8 Uhr. Ich muss gleich noch ein bisschen arbeiten. Aber es lässt mir halt keine Ruhe. Wir haben jetzt hier den Schrank hingestellt. Erstmal ist nur provisorisch. Dann sind hier erstmal unsere Anziehsachen drin, weil ich bin ja jetzt am Waschen die ganze Zeit. Und irgendwo müssen wir die Kleidung ja lassen. Jetzt haben wir halt jeder eine Schublade. Calvino kann ja bei sich schon reinmachen. Das Zimmer zeige ich euch morgen vom Calvino. Das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil er halt da drin ist. Und ja, ich würde halt gerne einfach alles fertig haben. Ich kann echt, das juckt mir halt so in den Fingern, ne? Das ist so schön hier. Und wenn man dann so, ich weiß, wir haben sehr viel geschafft, ne? Guck mal, Calvino hat jetzt sein Zimmer fast fertig, also... leise machen, weil Livia schläft schon. Das ist sogar schöner als das Zimmer, was er in Deutschland hatte. So schön ist das geworden. Und das jetzt aus zusammengewürfelten Möbeln. Das ist schon super. Ich muss mal eben unsere Socken packen. Wir jetzt hier in diese Kiste.
haben wir gesagt. Wenn wir immer diese verschiedenen Socken. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Wir lieben es. Genau. So. Hier sind auch einzelne Socken bei. Na gut. Ja, also Bernd ist auch noch zugange. Der macht dann noch in unserem Schlafzimmer, weiß ich nicht, was der macht. Hat er gerade die Tür zugemacht, weil er, glaube ich, da irgendwas macht, was laut ist, damit Livia nicht aufhält. Und ich mache auch noch ein bisschen weiter. Und ja, ich würde mich jetzt einfach vom Vlog verabschieden und melde mich morgen in alter Frische. Und dann zeige ich euch, was wir so gemacht haben, wie weit wir gekommen sind. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.